Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt im Sacred 2 Intentioned Edition Let's Play mit diesem eben tollen Mod, der eigentlich so viel einfügt wie kaum ein anderer Mod. Ja, zum Beispiel neue Zauberfähigkeiten, bessere Gegner, mehr Gegner und vor allem ein höherer Schwierigkeitsgrad. So, wir spielen einen neuen Helden. Wir nehmen mal Tempelwächter, denke ich mal. Der ist sehr interessant. Tester, Silber und Meistermodus. Und nennen ihn Grutinator. So, ich bin Grut. Oder Karl. Ich bin Karl. So, gut. Oh. Die muss ich nicht mehr essen. Oder noch nicht essen. So, sind Salzstangen übrigens. Jo, ich liebe das Spiel. Es ist fast besser als die neuen Hack'n'Slays. Und ich freue mich riesig, die Welt, die riesige Welt zu erkunden. Spaß zu haben natürlich an erster Stelle. Und vielleicht neue Sachen zu entdecken. Was haben wir bisher gefunden? Ein paar Tonscherben und eine Pfeilspitze aus Bronze. Ich habe es langsam satt, immer nur im Staub und Dreck zu wühlen. Oh, da komme ich raus. Ui, jetzt gibt's Krieg. Was haben wir denn da ausgelöst? Schau dir das an. Das gibt's doch gar nicht. Kann das sprechen? Keine Ahnung. Das ist sicher wieder so eine Erfindung der Inquisitoren. Die basteln doch ständig an solchen Monstern herum. Lass es uns schnell umbringen, solange es noch nicht ganz wach ist. Okay. Haben wir schon den ersten Kampf. Oh, das ist ein Laser. Das Mutieren. So, wunderbar. Den Ton kann ich ein bisschen lauter machen, denke ich mal. Die Sprache meine ich. So. Gut, also, dann gehen wir mal los. Hier sind ein paar Leute am Chillen. Ah, da habe ich eine Kiste gesehen. Nicht vergessen. Oh, die ist ein Zauber. Eine Batterie. Das ist besser. So, schauen wir mal. Wir haben Schockimpuls als Bar. Und wir haben Flammenwerfer, sehr gut. Okay. Flammenwerfer. Sehr geil. Ja, ich freue mich wieder riesig, ältere Spiele zu spielen. Und ja, ich werde sehr viel Spaß haben hier. Hoffentlich beim Zuschauen auch. Wieder runterruckelt. es ist ein Mod drin, der ziemlich aktuell ist und wahrscheinlich auch noch weiterentwickelt wird. Bietet viele Sachen, die es natürlich im Hauptspiel noch nicht gab, beziehungsweise jo, auch nicht im Community Patch. Und es könnte eben auch manchmal ein bisschen schwieriger werden. Da hoffen wir aber, dass wir ziemlich einen guten Tempelwächter machen können. Gucken wir mal. So, ich gehe jetzt mal hier außen herum. Da habe ich nämlich schon ein Item, einen Ball. Okay, da haben wir noch zwei weitere. Hier unten. Teddybär und was war das? Das andere. Können wir das nochmal nachladen? Oh, seht die Maus nicht. Entpacken hier. Ein Cube 2.0 X86 Phoenix Edition. Wahrscheinlich ein PC, wenn schon X86 ist. Jo. Gut. Dann gehen wir nochmals runter. Sonst haben wir nichts gefunden, ne? Okay, wir müssen weiter schauen. Gut. Ich habe vor ungefähr einem halben Jahr, ein bisschen mehr, schon ein Diablo 2 Mod mit Sacred 2 gespielt und natürlich schon mehrere Livestreams und Let's Plays gemacht von diesem Mod. Könnt ihr gerne mal anschauen. Da war ich natürlich aber noch nicht so erfahren mit dem Spiel.
Ja, schon ein bisschen, aber das Spiel ist einfach gigantisch. Man kann immer etwas lernen und man freut sich immer wieder über ein bisschen Fortschritt und alles. Also es wird ziemlich lange gehen. Ich werde nicht alle Missionen machen im ersten Durchgang. Im zweiten vielleicht. Aber wenn's passt, oder? Und ihr dürft gerne sagen, Drago, mach mal ein bisschen schneller oder geh in die Region und such mal diese Seiten. Ja, ist ein bisschen schwierig, gewissenhaft Items zu finden. Und es ist einfach schwieriger. Also man muss manchmal halt auch ein bisschen vorwärts machen. Man muss manchmal ein bisschen grinden und so weiter. Je nachdem wie. Am Anfang droppen auch noch nicht so viele Items, da macht man lieber vorwärts bis Level 40 ungefähr. Und hat dann den Spaß. Und deshalb mache ich das auch ein bisschen schneller. Ich will ja euch nicht langweilen und ich will ja nicht oft drauf gehen oder sonst irgendwie Schwierigkeiten haben. Deshalb tun wir da einfach mal die wichtigsten Dinge sammeln. Ich weiß schon ein bisschen, worauf ich achten muss. Und sonst ja, gehen wir lieber weiter. Ist die schweren Sachen noch zu machen, die einfach nicht möglich sind noch. Und so weiter. So. Aber es ist halt so. Also ich denke, ich werde auf Intelligenz gehen. Und hier auf Technikkunde. So. Und dann mal schauen. Ist Flammenwerfertechnik, ja. Ich denke, ich gehe auf Projektil, weil das physisch ist. Das kann man gut umwandeln. Projektil, also Ding, Flammenwerfer kann man auch gut modden. Ich werde schauen, also es ist einfach ein bisschen langsamer. Der Strahl und so, also ein Projektil. Projektil tut ja noch Chainen, Ketten, andere Gegner rüberspringen. Und Flammenwerfer ist einfach für viele Gegner wahrscheinlich besser. Könnte aber auch mehr Schaden machen, also ich werde einfach mal schauen, was besser ist. Auf Dauer. Einen schwachen Heiltrank, gut. So. Und ja, die Sounds sind wirklich nicht gut einstellbar. Könnt ihr mir gerne mal Tipps geben, wie ich den Balken machen muss. Aber zum Beispiel Flammenwerfer ist sehr leise. Und dafür ist das Item einsammeln Ding dann wieder zu laut. Und wenn ich das noch lauter stelle, dann ja, habt ihr einen Hörschaden und ich. Von vorher. Ja, ist halt einfach so ein bisschen problematisch bei alten Games. Bei neuen, ja, da ist auch noch nicht so gut. Aber wieso muss man irgendwelche laute Töne haben, nur weil die Soundkarte besser ist und so? Wieso kann man nicht alle Töne einfach anpassen, separat oder so? Also sagen wir mal Einsammel-Sounds und Gegner- oder Fähigkeiten-Sounds getrennt machen. Wieso geht das nicht? Wieso ist der Entwickler so faul bei Sounds? Jo, so Sachen, oder? Das ist faul gewesen früher, weil es ja, heutzutage schon besser geht. Oder es an den heutigen Soundkarten auch angepasst ist. So. Aber das sind so Sachen, ja, die kann man halt in den alten Games einfach nicht ändern. So, ich habe gerade in den Lebensbalken verdrücken. Sicher stärker, ja. Hat aber mehr Regenerationsbelastung, ist nicht so schlimm. So, Laserangriff. Das ist doch der, den wir hatten. Nee? Ich glaube, das ist eine neue Fähigkeit von diesem Mod. Ja, geil. So, Kühe, kommt mal raus. Ich will kurz mal hier. Es ist keinen versteckten Schatz. Gut. Okay, haben wir ja keinen. Da ist manchmal einer. So, was haben wir? Ein Hüftgurt. Dann haben wir hier oben eine Quest und eine blaue Quest. Das sind Charakterquests. So, und soll ich alles noch erklären? Ja, in diesen kleinen Siedlungen hat es meistens noch einen Händler. Das ist der Geldbeutel. Und manche Sachen, wie zum Beispiel einen ja, so ein Gelernter, der die Quests
die Fähigkeiten bringt und holt. Also, dass ihr die auch habt, oder? Die freigespielt habt, könnt ihr so umtauschen. Und was gibt es alles noch? Einen Schmied gibt es noch. Und ja, noch restliche Sachen, die ich jetzt gerade nicht mehr so sagen kann. Also, ich mache noch die Quest hier. Das sieht man auf der Map. Da kann man dann so anklicken. Und wir müssen hier unten auch noch die Charakterquest holen. Genau. So. Nein, nicht in die Seite. Okay, ich habe Regenerationsbelastung. Das ist nicht so gut. Ist nicht so gesund für mich. Jetzt. Ja, ich hab schon Haltung genommen. So, wunderbar. Ist ein bisschen, jo, schwierig noch. Die Gegner machen recht viel Schaden. Also wird sich bald ein bisschen legen und dann wieder anfangen schwer zu werden. Aber wir haben einfach das Balancing nicht zwischen, ja, keine Items, nicht gute Items und auf Gegner schon gute Items. Deshalb müssen wir hier ein bisschen taktisch spielen. Ja, dass wir nicht sterben. Weil sterben tut man schnell in diesem Game. Ich kann es ein bisschen erklären. Also man sieht den Heilbalken oben und der ist noch nicht leer, ob der Charakter ist schon tot. Und das ist einfach, weil das Spiel wahrscheinlich nicht gerade so angepasst ist im Schaden. Und jo, weil die Heiltränke nicht so schnell sofort eigentlich wirken. Also es ist beides. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich sterbe schon, wenn ich nur noch halbe Lebensenergie habe und so. Klar, es ist einfach der nächste Hit dann, der zählt. Das ist meistens auch dann zu spät zum Heiltrank trinken. Ja, ich weiß. Das musst du mir nicht sagen. Das mache ich ja. So. Oh, ja, jetzt ist wegen dem Level-Up nicht gegangen. Habe ich keinen Heiltrunk getrunken. Oder habe ihn schon getrunken, aber zu spät. Und unnötig. So, aber da müsst ihr einfach ein bisschen schauen, dass ihr halt stärker werdet. So, wir machen jetzt momentan nichts, weil wir einfach ja, 5 Punkte brauchen in Technikkunde. Nichts Neues. Nur einen Punkt reinsetzen in Technikkunde, dass wir Technikfokus haben, das ist sehr viel wichtiger. Ich weiß nicht, wieso wir am Anfang nicht Technikfokus wählen können, oder? Das ist Technikkunde und das macht einen Schaden nach oben, aber wir brauchen Abklingzeiten. Endlich mal, liebes Spiel. Meine Güte. Also so wie Sacred 2 einfach auf den Markt kam und bis jetzt noch nicht verändert wurde, ist halt einfach Sacred 2 eigentlich echt kacke am Anfang. Also man hat einfach zu starke Gegner, schlechte Abklingzeiten, man hat die Zauber nie, die man braucht. So Sachen, da müsst ihr einfach euch ein bisschen durchkämpfen und ja, es dann einfach besser machen, wenn ihr Level 10 seid oder so. So. Nichts bekommen, nur Erfahrung. Dafür haben wir Schöpfung geschlagen, das haben wir, glaube ich, schon. Hey. Hier haben wir eine Wächterkonstruktion. Okay. Ist auch neu in diesem Mod. Ich weiß nicht, wo der Schöpfung... Ah, da oben. Okay, können wir eigentlich auch nehmen. So, aber ich möchte nicht so Level 2 bei einer Fähigkeit sein, wenn ich sie nicht nutze. Okay. Gut. Oh. Ein paar Items, die wir nicht einsammeln können. So, wunderbar. Ja, wir haben einfach noch großes. Ja, ja, momentan läuft es noch nicht so gut, aber das können wir gleich ändern. Wir bekommen ja jetzt dann auch den Zugriff zum ja, diesen jetzt den Namen nicht. Händler für Attacken. So.
Noch Abklimmzeit jetzt. Gut, wunderbar. Also ich finde wirklich, der Mod macht es halt wieder zu schwer. Soll ich ihn mitnehmen? Ich mache die Quest nicht. Dann nehmen wir die Quest dort noch mit. Ja, gehen wir nochmal so runter. Genau, du bist dieser Runenmeister. Roger. Dann nehmen wir noch die Quest hier an. Die Hauptquest. Das glaube ich hier. Nein, die ist ja oben. Wir sind ja Schatten. So, und beim Händler müssen wir nicht vorbeischauen. Wir können schon etwas verkaufen. Ja. Gehen wir mal kurz zum Händler. Bis so weit unten hin. So, wir haben keine Heiltränke mehr. Deshalb müssen wir ein paar kaufen. So, aber was wir noch plus haben, 500, weil 500 brauchen wir für eine Rune. Genau, oh, hier hätten wir noch Heiltränke gehabt, stimmt. Immer hier reinschauen am Anfang. Zwei Heiltränke, drei Heiltränke. Gut, das reicht hoffentlich. Und hier haben wir einen XP-Schrein scheinbar. Temporäres Upgrade ist installiert. Oh, cool. Wir installieren das. Wir bekommen das nicht einfach. Wir müssen es installieren. So, da holen wir noch ein paar Schatztüren, damit wir ein bisschen kräftiger werden. Eine ist immer hier, hinter dem Wachturm. Aber grüne Hose. Wir mal schauen, wie die aussehen. Geil. Geilig. Können wir irgendwie den Hub ausblenden? Geht das? Geht nicht. So. S1. Gut. Ich habe irgendwas gedrückt vor. Irgendwas ist geändert worden. Wahrscheinlich das links unten. Für die Resistenzsteine. Gut, und sonst. Ja, Wolf. Du bist auch noch auf die Ecke. Ja, wir sind schon stärker geworden. Wir brauchen auch ein bisschen für Level 4. Ja, Mamas Hosen. Aus purem Stahl. Geil. 1,7. Ja, Verteidigungswert. Steilig. Krass. Na, die Sichtweite ist jetzt nicht so hoch natürlich. Es gibt aber Mods, wo ihr das alles noch ein bisschen verschönern könnt. Ich nutze es nicht, weil es einfach instabil wird. Also, ja. Die ist nicht mehr so performance-lastig. Die Engine geht ein bisschen in die Knie und so. Lieber im Original spielen als irgendwelche Mods, die einfach die Engine überlasten. Jo. Also es gibt noch ein Elite-Texturen-Pack, aber die Elite-Texturen sehen weniger schön aus als das Original. Sieht einfach alles ein bisschen zu wild dann. Ja. Lieber so machen lassen. Ganz fresh. Und krass. So. Kommt. Ja. Kommt nicht so viel. Aber Nahkampf ist ziemlich gut. So, ich habe jetzt darauf gehofft, dass ich nicht sterbe. Wie schnell der Schaden gemacht hat. Also, wir sind weiterhin noch leveln. Hast du gesehen, wie stark der Wolf war? Ja, natürlich. Ich habe ihn ja besiegt. Kleines Kind. Ja.
Ja, im normalen Spiel ist alles ziemlich einfach am Anfang. Aber mit einem Mod wie der hier, ja, ziemlich heftig schwer. Es ist einfach, die Gegner machen zu viel Schaden. Und sind ein bisschen zu zäh, alles. Jo, man muss am Anfang aufpassen. Ja, wir haben jetzt einen, aber... Also ich würde, glaube ich, Brennstärke nehmen. Ich würde wahrscheinlich dort nehmen. Keine Ahnung. Stärkere Flammenwerfer. Jo, wenn wir wirklich Hauptangriff nehmen. Das ist eher Brennstärke und am nächsten oder Dual. So ein Combo machen. Ach komm schon. Okay, Stun tut der Flammenwerfer auch. Krass. Wahrscheinlich wieder so eine 1%ige Chance. Ich bin gerade auf der Suche nach Verstecken, aber ich habe bisher, glaube ich, fast kein Versteck gefunden. Haben wir eins gefunden? Nein. Überall waren die Verstecke nicht. Hier auch nicht. Hey, was ist los? Wir haben eine schlechte Map bekommen. Das merke ich mir. So. Jo, wenn es noch reicht, machen wir noch die Ferien. Jetzt ein bisschen längere Fahrt dafür. So, ich habe Mutieren habe ich schon, Projektil habe ich jetzt. Kampfaura habe ich, glaube ich, auch. Nee, richtig. So, also Kampfaura wäre nicht schlecht. Aber ist nur Nahkampf. Projektil ist doch gut. Dann Flammenwerfer auch. Okay, bei Projektile brauchen wir Kette. Also Superkugel. Wenn ich umwandle, dann wird Superkugeln auch umgewandelt. Wie viele Schläge habe ich jetzt momentan? Ein weites Ding, okay, dann muss ich Superkugeln nehmen. So. Meine Spione. Ich will den Auftrag ausführen. Okay. Die Hauptquest ist einfach so. Ja, sie haben irgendwas entdeckt. Es wird angegriffen, ein Lager angegriffen. Und ja. Genau. Geht aber ein bisschen zu lange. Nervt auch ein bisschen. Ich wollte Superkugeln verhindern. Dass das vorher nochmals umgenannt wird. Heieiei. Jo. Also man merkt ein bisschen, das Spiel ist einfach nicht fertig. Immer noch nicht fertig. Aber ihr kennt ja meistens die Entwickler, die sind manchmal ein bisschen stur. Wollen einfach gewisse Sachen einfach gar nicht entwickeln. Und trotzdem ist das Spiel natürlich meisterhaft gut. Also ich habe jetzt schon wieder meinen Heidenspaß. Ich schließe meine Missionen. Schockpulse, Kampfschild. Mal umändern bitte. Ich möchte gerne diesen Ding noch zeigen. Also Kampfschild und so brauchen wir nicht. Nahkampftechnik. Echte Konstruktor. So, und das hier hin. Zeig dich mal, wie siehst du aus? Oh. Eine Kopie. Fast eine Kopie oder wissen anders schon. Gut, und er kämpft mit uns. Das ist froh. Also ich bin froh, dass ich ein Pet dabei haben kann. So, und zwar ist die Ferien hier. Das ist einfach eine Mission, zum mal ein paar Gebiete anschauen. So, ein Ticket bitte. Die Reise geht nach... Oh, Dracheninsel. Wenn der Drachenmage ausgewählt wird, startet ihr hier. Und ja, jetzt können wir einfach mal kurz ein bisschen herumlaufen. Also sie hätten ungefähr 30 Sekunden hier machen können und dafür einen Wegpunkt oder so hin, dass man hier wieder hinkommt, aber
Jetzt müssen wir einfach in diesen 30 Minuten noch ein bisschen die Gegner erkunden, damit ihr einfach noch ein bisschen mehr MF-Boni bekommt, also Magic Find. Chance, bessere Gegenstände zu finden und so. Und sonst eigentlich ja, nicht so viel. Lohnt sich also wirklich nichts. Eigentlich. Ich finde auch die Grafik sehr schön und ja. Ich bin froh darüber, dass ich es wieder spielen kann. Weil scheinbar sind die Server down, also ihr könnt die Originalversion einfach nicht mehr spielen. Meine Güte, Koch Media ist momentan der Anbieter. Liebe Grüße an Koch Media. Macht bald wieder die Server an. Hallo Drache. Und ja, Intendance Edition geht noch. Und wahrscheinlich Diablo 2. Resurrected, wie das heißt. Nein, das ist ja der, die Originalversion. Der neuen Remastered Edition. So, wir haben, da haben wir mal einen, genau, okay, einen Schatz. Ein Schlagring. Können wir den gut wählen? Okay, bringt nicht viel. So, jetzt müssen wir noch kurz warten. 15 Sekunden. Schildkröte, Schildkröte. Man kennt nicht die Schildkröten aus dem ersten Teil. Warte kurz, nein, das sind irgendwelche Gift-Golems gewesen, die ich so hasste. Aber auch in diesem Spiel sind sie einfach ein bisschen zu zäh. Naja, man hasst sie einfach. Ich finde wirklich Gegner, die zu zäh sind, einfach nur lästig. Aber nicht gerade so toll. Boah, das war ein Charge. Okay, kann ich leider nicht mehr besiegen. Das habe ich noch nie gesehen, dass die so chargen können. Das kann ich ja nicht. Kann ich steuern? Ja. Kann ich steuern, das ist ein Bug. Wenn man schlägt oder so, man wird teleportiert, kann man aber nicht mehr schlagen. Kann nicht mehr laufen. So, aber das ist wichtig, dass ich hier laufen kann. Kann ich mal kurz rausgehen, bitte, oder so? What the fuck? Hatte ich auch noch nie, dass ich nicht mehr laufen kann. Ja, Drago tut immer wieder ein bisschen Bugs ausführen. Hä? Okay, ist irgendwie gar nicht gespeichert. Hey, ich bin unendlich jetzt hier. Was soll ich jetzt tun? Ich habe keine Zeit mehr. Hey, geil, Drago hat wieder einen Bug gefunden. Er ist der beste Beta-Tester. Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich schwere Gegner. Okay. Was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Ich habe die Quest abgeschlossen. Wehe, ich muss jetzt alles nochmal machen, diesen ganzen Abwarten. Quatsch. Ist irgendwo noch eine Quest hier? Ja, das Kopfkiste möchte ich noch nicht auswählen. Den machen wir später. Sonst ist es zu low-levelig und alles. Irgendwie ist auch mit der... Okay, es geht wieder. Okay, ich habe die Mission abgeschlossen, aber keinen Zugriff zum Ding. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Kann ich noch was zu dir hin? Ich habe die falsche Taste. Startinsel. Ich habe also die Startinsel nicht mehr. Muss ich kurz in den Multiplayer-Modus, wenn es geht. Machen wir doch das mal noch kurz zusammen. So. Gut. Multiplayer. LAN. Tempelwächter. Lobby betreten. Server, alle Server. Spiel erstellen. 4444. Spielanzahl starten. Weil dort möchte ich auch noch kurz etwas zeigen. Jo, und mittlerweile haben wir gesehen, der hat immer wieder noch die Schnauze fertig.
Das heißt also, ich kann jetzt hier auch nicht zur Insel. Doch. Sehr gut. Meine Güte. Spiele, die nicht fertig sind, mag ich nicht so. Ja gut. Welches Spiel ist heutzutage schon fertig? Man hat ja trotzdem Spaß, auch wenn es Bugs gibt. So, ein paar Sachen möchte ich hier machen. Zum Beispiel gibt es auch noch so eine Bug-Quest beim Community-Patch. Und die Bugs, die sie rausgenommen haben, also die besten Bugs, die sie rausgenommen haben, die sind jetzt in einer Quest. So. Wenn wir jetzt hier speichern, müssen wir aber die Kampagne noch mal kurz ein bisschen machen. Auftrag wird ausgeführt. Naja, ist nicht so schlimm. Werden wir am nächsten Part dann sehen. Ich könnte nochmals dorthin laufen, ja. Mache ich auch. Gut. Aber ja, das war's eigentlich so mit dem ersten Part. Wir haben viel erfahren, viel gesehen. Und ja, wir werden natürlich noch mehr sehen, weil vor allem auch die Kampagne, die ganze Map und so, ist richtig toll gemacht. Jo. Gut, ich werde einfach ein bisschen weiter sein. Hier haben wir auch noch was. Oh geil, das hat sich ja gelohnt. Glückschance. Abklingzeit ist halt nochmals größer. Und wir sehen jetzt richtig fresh aus. Schön, schön. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part oder Video. Und sonst dürft ihr gerne auch Spaß mit anderen Leuten haben. Ja, freut mich. Und ja, Dankeschön. Tschüss.